So, und damit herzlich willkommen hier zu Emergency 4 und der Fuchsburg-Modifikation in der brandneuen Version 2.0. Habe ich euch ja schon im letzten Video mal alleine vorgestellt. Jetzt hier das erste Video aus dem Singleplayer-Blödsinn, natürlich aus dem Multiplayer. Heute noch zu zweit und zwar mit dem Dommelbich unterwegs, aber ich habe schon ganz, ganz viele Videos mit der Chaotentruppe aufgenommen. Da könnt ihr euch dann in Zukunft auf viele, viele lustige Videos hier auf dem Kanal freuen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß. Da ich alle mir vorsichtshalber schon mal Sahlef, weil ich es eine Weile brauche. Ja, aber erstmal nicht. Wo war das nochmal? Hier. Scheiße, voll vergessen, wo der Einsatz war. Das ist semi-optimal, aber das kriegen wir hin. Was ist? Ah, Bus. Bus versus PKW hier. Au, viele Verletzte. Ich glaube, das ist ein wenig eingeklemmt. Ah, das kommt trotzdem von mir. Brauchst du Rettung irgendwie was? Nö, das mache ich gleich alles gut. Ich habe jetzt erstmal die Kavallerie geholt. Gut. Habe ich den AB Rüst mit rausgeholt? Ja. Ich wollte aber das MLF. Ja, scheiß drauf. Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, brauchen wir, beim Bus brauchen wir keine Rettungsplattform, ne. Ich denke so, nicht. So, komm, Attacke aller, los geht's hier. Wir machen wieder so, dass du mir sagst, wenn ich irgendwas anfahren soll, rettungsdiensttechnisch, ne? Ich bin auch gerade in Not, Alter. Wo ist denn jetzt hier ein Herzinfarkt? Null Personen eingeschlossen. In irgendeiner Mod könnte man doch, glaube ich, sogar anbehandeln. Ich mache dafür die Katze aufbauen, damit du nicht alles machen musst. Oh, wow, das ist voll der Rettungsdiensteinsatz hier. Was? Nichts eingeschlossen in dieser Scheißbude. Oh, kann man Halle für abbrechen, ne? Ja. Das ist noch nicht mal ausgefahren, die Hütte, Alter. Ja, super, Pol wieder klasse eingeparkt hier. So, jetzt holt er alle mal die Koffer. So, kümmert euch bitte mal initial um die Ficker, die quasi eine Leerfahrt sind. Warte mal, wir haben jetzt hier noch... Ach lol, bei dir? Ja, wie gesagt, ich kann ruhig was fahren. Ich habe hier noch zum Beispiel... Na gut, die NKTW ist auch, die nimmt man ja für normale Einsätze nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Ach! Komm mal her, Lunge. Geh jetzt erstmal Miezekatze retten. Schön mit Blau angefahren, weil Prioritätseinsatz. Hast du unten quasi irgendein HLF alarmiert? In der 3? Nee, noch nicht. Wo brauchst du es? Nee, ich habe da so ein schlechtes Gefühl bei dem einen Einsatz. Bei Person gestürzt? Nee. Ich weiß nicht, einer von beiden, da sind zwei unten. Nicht da, wo dein Streifenwagen steht, sondern bei der zweiten Person. Ich kann gerne einen HLF schon mal hin alarmieren. Komm, das reicht doch, als wenn du es erstmal alarmierst. Also. Ja, Junge. Soll ich mir die DLKs jetzt aus dem Arsch ziehen? Ja, eins nach dem anderen. Oh, fuck, da muss ja noch einer behandelt werden. Hä? Bin ich behindert? Willst du eine Antwort drauf haben? Eigentlich nicht. Okay. Oh, ich glaube, das hat sich jetzt gerade mit der Poli... Gut, dass die Pol neben dran steht. Wieso, was hast du? Weil ich glaube, der ist tot. Oh. Das ist natürlich doof. Ich hole schon mal einen Bestatter. Ist eine Türöffnung hier unten. Ja, HLF kommt. Die Überlandhilfe kann ich fahren. Meine Drehleiter wäre jetzt gleich wieder einsatzbereit. So, jetzt brauche ich irgendwie noch ein NA. Warte mal, da kommt doch irgendwo noch ein Hubschrauber.
So, Halef ist da. Ich mach jetzt die Tür auf. Sauber. Saufer. Saufen? Sag ich mal gerade Bescheid, wenn offen ist. Ja. Sieht's eigentlich mit dem Lelek da oben aus? Oh, der kann im Rettungsdienst so, solo gefahren werden. Ist das der LRG hierher geschickt? Ah ne, die hatte ich tatsächlich zum Herzinfarkt eigentlich geschickt, zum Anbehandeln. Hä? Warte mal ganz kurz, vielleicht ist hier... das Haus nebenan war es natürlich. Entschuldigung. Falsche Hütte. Ist die offen? Ja, natürlich nicht. Ja, gut, dass du da bist. Ich bin schon dabei. Tür ist auf, hier liegt eine Frau dahinter. So. Die lebt noch. Die weint noch. Da geht's gut. VU, gucke ich erstmal hin. Oh, Scheiße. Wo ist denn der? Ach, da oben. Direkt an meiner Wache. Schick den Kompetenz-KDW hin. Ja. So. Oh. Ja, ich schick dir gleich. Brauch mindestens drei RTWs. Ja, sofort. Also es bleibt bei drei. Wir haben. Ne, doch drei, genau drei RTWs brauche ich. Ich kümme. Ja, dass ihr auch mal ein bisschen Spannung in eurem Job habt. Straße ist komplett dicht, also du kannst dich ruhig ausbreiten. Jo. Ja, mach mal. Magst du mir gerade mal drei RTWs von außerhalb schicken? Zum VU bei dir? End-KTW oder RTW? Scheißegal, Hauptsache es kann außerhalb fahren. Kriegst du zwei End-KTW, ein RTW? Sind alarmiert. Warte mal, der Rettungshubschrauber kann zu... Die lebt noch? Was, wer lebt noch? Die da unten, wo du den Bestatter schon geholt hast? Das Ding. Hä? Oh, auch knappe Kiste. Ja, der Bestatter fährt dann mal wieder, ganz unauffällig. Ja, dann kommt halt der Hubschrauber da runter. Dann hat er sich doch wenigstens gelohnt. So, du kannst aber schon mal heimflatzen. Du kannst heim. So, hier. Ort. So. Ich finde es ja irgendwie doof, dass die Elf kein Werkzeug hervor haben. Hast du keinen? Brauchst du einen? Ne, ich habe einen Halef jetzt da, aber so muss halt jedes Mal einen Halef hinschicken, selbst wenn es nur ums Batteriemanagement geht, weißt du? Ja, das stimmt, das ist doof. Ja,
schön mitten auf der Kreuzung gelandet. Das wäre irgendwie voll witzig, wird es das Feature geben, dass der Patient zu fett für den RTH ist. Aber das ich möchte mir nicht noch mehr verbauen als schon vorher. Ne, dich können wir nicht mitnehmen, das wird nichts. Weil eigentlich hast du ja sogar eine Gewichtsbegrenzung. Macht Sinn, ne? So, der VU müsste jetzt aber auch gleich abgearbeitet sein bei mir. So wie die 300 RTB-Einsätze, die ich jetzt plötzlich bekommen habe. Hier, guck mal, sauber. Hol die Trage, mach dich nützlich. Ihr könnt schon mal heimfahren. Mir wurde übrigens, ich habe ja das eine Video gemacht, da haben sie geschrieben, im Spiel vergeht gar keine Zeit mehr großartig, muss man darauf achten. Wir haben ja bei 8 gestartet, ne? Bei 8 Uhr, jetzt gerade mal 8.13 Uhr. Ja. Das ist fast Realtime. Denk bitte dran, bevor du die Leute wegschickst, die RTWs dann, so bitte irgendwo außerhalb hin zu disponieren. Ich darf nie ins richtige Krankenhaus fahren, ich bin etwas gemobbt. Ja, weil sonst er wieder vollgeschissen ist. Da haben wir es wieder. Das regt mich im Real Life auch immer auf. Wenn die ganzen Bangladesch-Nutten aus überall kommen. Illegales Nutzfeuer. Das gefällt mir aber nicht, dass es mitten im Wald ist. Ja, das macht der Tanker, der kriegt das hin. Was ist das Ding? Ach ja. Und vielleicht sollte sich der Hubschrauber mal demnächst verpissen. Weil der macht nämlich die ganze Straße bei dir dicht. Ja. Warte, ich hab eine Idee. Oh, nee, warte. Ich mag den Knopf. Ich mag den Knopf irgendwie. Ja, mal gut, so wenn der Heli da trotzdem stehen bleibt, komm ich trotzdem nicht vorbei. Ja, sind ja schon weg. Hast du die auch weggeschickt, die NKDBs? Die fahren jetzt ins Medikus, glaube ich. Und ne, ja, die sind noch am Einsteigen, aber sollen jetzt gleich ins Medikus fahren. Achso, wo kommt denn der dritte RDW her? Das war der... der Malti? Johannita, glaube ich. Johannes ist Johannita, ne? Ja. Malteser. Ja, kann sein. Da kommt er schon. Da unten das Ding da. Wow. Alter, ist das Ding groß. Viel? Da brennt ja der halbe Wald. Ist mein Telefon schon aus? Es steht schon da. Wow, pass auf, jetzt übertreiben wir. Das war so klar. Ja, nicht, dass es ausartet hier, das Feuer. Das wollen wir doch nicht. Hier, guck mal, der KDW kann gleich weiterfahren. Solange macht der LNA hier. Ja. Man muss auch einfach mal maßlos übertreiben hier. Wenn maßlos übertrieben wäre, hätten wir jetzt das FLF bestellt. Soll ich es alarmieren? Wir bestellen jetzt nicht wegen dem Mülleimerbrand ein FLF. Was eh schon aus ist. Wenn ich gut bin. Ach, du kannst im Gruppenführer auch mit den Spasten reden. Ja, musst du, glaube ich, sogar. Ich dachte immer, das musst du mit der Pol machen. Oh, ich sollte mal vielleicht mal ein ACS heimschicken. Nö, nee, geht auch mit dem Gruppenführer. NEF fährt ohne Blaumann. Es ist ein Matheser-RTW. Den ich alarmiert hatte. Ist schon da, nimmt jetzt auf. Ich fahr mal hin und geh erstmal gucken. Ja, bei Bedarf schicke ich die Stadt mit. Du sagst einfach Bescheid. Jo. Ach, da bist du. Oh, ne. What the fuck, Junge? Ne, das löschen wir doch. Kein Bock drauf. Okay. Fängst du hier an? Warte mal, löschen? Nicht, dass wir es wieder anzünden. Ja, du musst nur den richtigen Knopf drücken. Ja, sag mir welchen. Warte, ne. Scheiße. Warte mal, Fahrzeug löschen? Ich hab mal angezündet. Ja, super, du Affe.
Warte, aber es gibt den guten Knopf. Alle Fahrer löschen, ja. Okay, ist nicht aus. Super, es brennt ein PKW. So, aber wie kann man das denn löschen? Das geht nicht. Tatsächlich, glaube ich, nicht mehr. Der hat das, also Sackgesicht, der hat das extra vielleicht so gemacht. Warte mal, komm, wir schließen einfach alle Einsätze ab, dann können wir nämlich den letzten Einsatz abschließen. Das ist ein guter Punkt. Komm, ganz schnell den KT abschließen. Das ist ein guter Punkt. Ich hasse also... Ah, oh, Ölspuren, ich weiß nicht. Da fühle ich ja gar nicht. Also, wenn sie klein sind, okay. Aber nicht, wenn sie über die halbe Map gehen. Ne. Ah, ich... Wenn man mehrere Spieler sind, ist das okay. Aber jetzt nicht, ne. Oh. Bitte steig ein. Dein RD sitzt. Ja. Aber eine Sache kann ich machen, oder? Piss dich. Gut, dann kann der abhauen. Komm, nimm schnell den KT auf. Was ist denn dann noch im Weg? Der da, der KT und dann der, okay. Guck mal, meine Treppe ist wieder eine Treppe. Kommt's gerade wieder angeschissen? Ja, ja. Das hässliche Kackteil Niederflur. Ah. Weiß nicht. Ich find's aber mal was anderes. Ja, ist, das stimmt, das muss ich zugeben. Es ist mal was anderes. Nicht der 1-2. Du hast deine Ölspur vergessen. Scheiße. Für die Stadt. Und löschen kannst du ja nicht. Für die Stadt. Doch, Einsatz abschließen. Geht das? Was haben wir jetzt alles auf? Eigentlich müsstest du jetzt ab. Eigentlich können wir, glaube ich. Aber ist immer noch da. Ja, weil der noch offen ist. Der ist noch auf. Ne, ich habe den noch gerade abgeschlossen. Nein, der ist noch auf. Bei mir ist nur noch. Gemeldet war. Krankentransport. Und gemeldet war Betriebsstoffe auslaufend. Ja, der große. Ich habe jetzt den. Ach so, also muss man den VU. Los. Also müssen wir den Großen ja doch abarbeiten. Weil ich weiß, wer das macht, warte mal. Ja, ich helfe dir mit der Stadt, ich fange hier unten an. Arbeite mich dann hier nach vorne durch. Fang doch einfach da oben an und ich fange da unten an. Ja, das kann man auch machen, stimmt. Dann macht doch voll keinen Sinn, wenn du da oben nach da hinten fährst. Ja, und ich dann hallo, oben. Kannst du mal bitte deine Klappe halten, danke. Aber ich habe dir wenigstens schon mal das Fahrzeug abgeschleppt. Super. Komm, GWL, komm mal mit dazu hin. Gut, es dauert ja nur 5 Stunden, bis die. Bis die AW draußen ist. Ja. Also, mir fehlt tatsächlich ein WLF in dem Ganzen oder in dem Spiel. Noch ein zusätzlich, meinst du? Ja. Ich mach mal noch schnell den BMA. Den BMA? Ja, kannst du erstmal alleine gucken, wenn was ist. Person im Aufzug kann man noch, gell? Achso, ja. Machst du das oder mach ich das? Ja, komm, ich fahr das HLF zum BMA, wenn nichts ist, fahre ich es weiter. Ja, ist klar, so machen wir's. Die müssen auch immer 5 Stunden warten, also schaffen die das schon. Ja, sollen sie mal nicht so haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Sack ich bei der Stadt mit habe, bin mitteltechnisch. Ist begrenzt. Wobei, was brauchst du denn eigentlich bei einem TH-Aufzug? Nur einen Koffer, oder? Ein Werkzeugkoffer und den hast du halt nur auf den HLFs. Ach stimmt, hast du nicht auf dem MLF, gell? Da könnte einer drauf sein. Bei der Hauptbacher. Geht's auch nur mit 2? Ja. Komm, fahr mal hin. Geh mal gucken. Guck mal. Thank you.
Mir gefällt es nicht, dass der Einsatz sich nicht abschließt. Ah, okay. Also der BMA war alles, aber nichts. Super. Sag mal, ist das THW jetzt mal draußen? Nein. Mein GW-Lok fährt hier runter. Oh, jetzt ist Bindemittel alle. Na, dann kehre ich erstmal, rücke wieder ein, hol Neues und komm dann wieder. Komm wieder, keine Frage. Dafür, dass das MLF so klein ist, fährt es ja auch ganz schön langsam. Schweres Fahrzeug. Alles Hobby-LKW-Fahrer, sag ich doch immer wieder. Ja, schön vor der Haustür parken, genau. Werkzeugkoffer ist auf dem MLF vorhanden, by the way. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, das MLF fährt dann auch gleich weiter. Alles klar. Dann kann ich in Ruhe kehren. Ich helfe dir gleich sobald. Oh ja, es geht. So viel ist es nicht mehr. So, per se muss man in der Tür. RTB-Indikation mehr nicht. Wird schon keiner bei drauf gehen. Gesagt, getan, draufgegangen. Muss ich mit der Person noch irgendwas machen? Ist das dein Ernst? Das hat richtig geschallert im Ohr. Achso, was muss ich mit der Person eigentlich noch machen? Bei was denn? Bei dem Aufzug. Entweder reden oder behandeln. Scheiße, jetzt habe ich keinen zum Reden dabei. Doch, ich schicke ein Cardio-Weh hin. Ich glaube, ich kann auch normaler Feuerwehrmann. Ne, der konnte ihn jetzt gerade nur wegschicken. Warte mal. Kannst du mit ihm reden? Nein. Ich schicke ein Cardio-Weh hin. Ihr Cardio-Weh, tu mal was für dein Geld. Nein! Pack doch nicht so schräg. Das müsste... Ja, knapp daneben ist auch vorbei. So. Da muss ich ja ganz dahinter laufen, was eine Scheiße. Oder liegt jemand? Das ist natürlich semi-optimal jetzt. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Ne, ich kann dir sagen, was das wird. Das ist nämlich wieder ein Mord und deswegen machen wir das gleich so. Also Ölspuren sind einfach nur richtig Arbeit, ne? Hä? Alter. Komm, DLK, fahr zum Sturmschaden. Ja, aber da kann ich es immer gleich hinschicken. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal eins machen. Da ist der Cardio-W. Red mal mit dem Lelek.
ja, so ist das. Immer schön abstreuen. Immer feste drauf. Sauber. Was hast denn du jetzt alarmiert? Ein Elf zum für den Ölfleck hier oben. Achso. Alter, das ist immer nur die Tra- Achso, da, wo sind denn Edna Heizen? Warum ist der wieder eingestiegen? Ist der dumm? Kann sein, dass du dumm bist oder so. Oh, da ist aber eine verletzte Person dabei. Ist jetzt gar nicht toll. Alter, meine Kameraden müssen ja richtig laufen, Junge. Marathon. Der Zugführer kann doch gar nichts, der Lappen. Beziehungsweise der Einsatzleiter. Hätte mal wenigstens einen Koffer in die Hand nehmen können. Als Führungskraft darfst du nicht arbeiten, ganz, ganz wichtig. Was soll denn dazu anstellen, der Lappen? Fehlt doch noch ein Dude, was? Ist der hin? Komm, pack mal schön, genau, jawohl. Koffer. Ach du Scheiße, die ist ja halb tot. Oh, das ist interessant. Mitten auf der Burg. Ja, da hängt er irgendwo rum. Geil. Da wir brauchen Drehleiter. Dann machen wir es ganz einfach. Das ist ein Fallschirmspringer, da kommt gleich der RTH. Und die Drehleiter, sagst du wahrscheinlich, ne? Und nee, die muss ja wieder außenrum fliegen. Fliegen. Außenrum fahren. Nee, ist Niederflug, müsste durchfahren können. Achso, ja, das gibt natürlich Sinn. Hier machen wir kleinen Scheiß. Aha, der GW-Lok hat also auch kein Bindemittel mehr. Ja, professionelle Unterstützung kommt ja. Oh, der Maschinist kann ja nicht mal einen Besen in die Hand nehmen, Junge. Kannst du einen Besen in die Hand nehmen? Ja, manchmal. So, wo hängt der Lulatsch jetzt hier? Dann Lelek. Da oben hängt der Aller. So, dann fahr mal deine Trompete aus. Komm, hol ihn da. Boah, ich bin froh, wenn die Ölgeschichte durch ist, ehrlich.
So, dann kannst du mal hier vorne noch kehren. Und schick ich wieder die Stadt hin. Ja, Hauptsache wieder vor der Arbeit drücken, ihr Arschgeigen. Ja, war so. Ja, der eine RDB, weil er Desi ist. Auf ihr Wichtel. Fleißig arbeiten. Auf so einem GWU müsste doch eigentlich auch Bindemittel sein, oder? Das würde mich jetzt mal interessieren. Na komm, fahr raus. Ah ja, der hatte auch Bindemittel. Okay. Das ist gut zu wissen fürs nächste Mal. Oh, mein Näschen juckt. Fahrzeugbrand. Ich gucke. Ja, okay, da kann ich nicht weit mit dienen. Ich habe leider nur einen MLF mit zwei Personen draußen. Oh, nee. Telefon 11 Volt. Oh ja, wenn du da vorne das noch machst, dann sind wir durch. Gott sei Dank. Ja, sobald mein... Du hast deinen Ölfleck vergessen. Scheiße, warte. Doch, sind die Jungs draußen. Na, warte, warte mal. Wo rennt denn der jetzt? Ja, okay, ich hab doch dann kein Bindemittel mehr. Kein Ding.
Zur Info, ich brauche deinen RW-Kran, deinen WLF-Kran und die Mulde. Wir haben ein Elektrowand. Sofort. Oder warte mal, hat der noch ein Bindemittel drauf? Ja, ich habe noch ein Bindemittel drauf. Dann kann deine Stadt abziehen. Ja, super, danke. Ja, komm, noch ins Zelt mal ein paar Meter. So. Jetzt hier die Geschichte. Dann mach ich dir jetzt da. Warte mal, du kannst abhauen. Du kannst einpacken. Du brauchst das WLF. Das bist du. Genau, mit der Mulde. Das klappt ja super, ja. So, einer mit dem Besen kann jetzt auch mal davor rennen. Gut, der sattelt ab. Dann. Ein Porken. Einpacken. Oh, guck mal, er sagt mir aber sogar, dass es ein Elektrofahrzeug ist. Das ist ja interessant. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es soweit geschafft, ja. Haschen? Ja. Warte mal, du müsstest doch gerade um die Ecke irgendwo sein. Ach, du stehst gerade quasi neben mir. Was wär? Hier mit deinem Fahrzeugbrand. Der Jute LF 1612, auch ein schönes Fahrzeug. So, WLF ist auf dem Weg, by the way. Ja. Weißt du, wie es geht? Ich sattel die jetzt ab und du machst Wasser rein. Nee, ja, aber du musst so absatteln, dass du mit dem Kran das Auto aufnehmen kannst und in den Container setzen kannst. Okay. Also, was ich sag, keine Ahnung, Container daneben oder so. Oder nee, am besten. Also WLF daneben, Container dahinter oder so. Muss schon machen. Bin zuversichtlich. So, wie sind die Bettenbelegungen? Ja, die sieht gut aus. Fahr ich. Jo. Dann einer Streifenwagen hat irgendwelche Spacken da, gell? Neben der Post. Der beobachtet die Baustelle, dass sie hier keine Scheiße bauen. Was war? WLF ist da? Jo.
Ja, so müsste es gehen, wenn du jetzt abseitelst. Weiß gar nicht, ob der Kran. Oh, probier's mal aus, ob der so weit geht. Soll sich nicht so anstellen, der scheiß Kran, Mann. Ja, ist auch überhaupt keine Länge. Ist halt auch geil, dass er an sowas gedacht hat, ne? Da macht auch die Mulde endlich richtig Sinn. Auf vorne voll, schick eine Streife hin. Wir schicken RTB schnell hin. Schicken HLF hin. Ah, hier, nimm mal deine Verkehrstaste, ja, deinen Verkehr auflösen Taste. Gerade ordentlich Stau. Super. Oh, das sieht aber noch mehr aus irgendwie. Also wir haben eine Verletzte. Hauen sich aufs Maul. Ja, ich mach das. Warte ganz kurz, ich muss mich jetzt ganz kurz um den Herzinfarkt kümmern. Zwei reinsetzen, ja. So, dann kümmere ich mich jetzt erstmal hier um den Verletzten. Oh, der hat einen Patient dabei, obala. Das ist ja doof. Dann kommt ein anderer. Brauchen trotzdem die Feuerwehr hier, zwecks. Oh, jetzt ist der auch noch außer Dienst, Alter, fick dich doch. Zur Info, das ist ein VU, wir haben Personen eingeschlossen. Und da sagt man nicht, wie viele. Alle Volt. Okay. Ich schicke jetzt mal zu einem anderen VU und RTB und NEF. So, warte mal, ich schicke dich zum Erstangriff. Und dich. Und dich. Transportkomponente. Das scheint. Oh, jetzt schon wieder so ein Wichser. Was denn? Das ist eine Fahrerflucht. Oh. Ja, dann befrag mal. Kannst du. Ach nee, du kannst dich befragen, ne? Ja, der fährt aber gerade schon weg hier unten. Ah, da ist er. Warte mal, den kriege ich. Keine Person eingeschlossen. Ja. Was sagt er da? Das Fra sagt da gar nichts, da macht er einfach, okay. Sicher, dass du den kriegst? Ja, ich fahr jetzt hinterher. Was kriegen wir schon hin? Aber es scheint nur einer eingeschlossen zu sein, weil der andere kann nicht behandeln. Ich erkunde mal. Ja, ist eine Person. Ich finde es tatsächlich schade. Dass man hier nicht sehen kann, wenn der Gruppenführer hier gesichtet hat als RD-Spieler oder sowas. Wie? Was der sagt. Ach so. Ja, das. Ja, vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Das
So, drücken wir mal alles wieder in den Heli ab, würde ich sagen. Wir haben Entzügung. Wir haben Entzügung. Jetzt hat er sich auf, Young, ich fasse es nicht. Was hat der? Meine Streife. Hat sich allerdings aufgehangen. Voll festgespackst, Junge. Aber volles Produkt. Sag mal, fährt er jetzt laufend im Kreis, der Mongo? Ja. Ja. Ich glaube schon. Das sieht zumindest so aus. Wenn jetzt ab. Ja, biegt ab, freilich. What the fuck? Nee, jetzt hält er an. Gleich auch in den Sack. Und die ganze Zeit hinterher? Klar! Da kenn ich nix. Jetzt habe ich ihn. Raus aus der Karre, Junge, sonst brennt der Rentsch. Da rennt er! Da, jetzt habe ich den Saftsack. Da geht jetzt ein Knast, Person ist raus. Sauber. Ich brauche ein Spineboard. Sag mal, willst du vielleicht mal den PKW in die Mulde setzen? Ach so, das habe ich jetzt verlautet oder voll vergessen. Ja, fast gedacht. Warte mal, wir können mal Trick 17 machen. Ging wohl jetzt nicht. Ja, irgendwie nicht. Deswegen machen wir es gerade mal so. Ja, dann müsste es gehen. Fahren mal aus. Ah, schönes Auto geschrammt, sehr schön. Dann packen. Schön übers eigene Fahrer ausheben, so macht man das. Das ist ja doof. Dein Scheiß Ernst jetzt? Das ist ja mies. Ich glaube, du kannst nicht übers eigene Fahrer ausheben. Ja, okay, dann habe ich noch eine Idee. Hä? Jetzt hebt du bis auf den Bug, du. Aber kann. Was macht der jetzt? Aber genau, legst noch weiter weg, das ist richtig. Hauptsache kann ich nach vorne wegheben, ne? Das hat er jetzt gerade. Ich habe einfach nur ablegen gedrückt. Das ist vernünftig. Warte mal, dann fahren wir den wieder ein. Bist fertig? Sehr gut. Dann machen wir das jetzt so. Endlich mal ein Feuerwehr. Nee, so steht der Scheiße, warte mal. Steh dich mal hier so wirklich schräg rein. Hier klabustert er mein Spineboard. Jetzt hingelaufen. Ach, der Fahrradfahrer, der umgeknüppelt wird, braucht keins. So, warte mal, jetzt können wir Trick 17 machen. Hier. Nimm mal auf. Mit antäuschen.
Alter, du Meute ist schlimm, ne? Ja, heute kommt Energie, Junge. Energy, so, jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Komm, Attacke. Ja, jawohl. Ja, machen doch da jetzt rein. Na super. Jetzt kannst du wieder auf. Ich dachte jetzt, Alter, dass er den jetzt nicht reinnimmt. Jetzt kannst du wieder aufsatteln und dann das Ding wieder abparken und dann ist gut.